Herzlich willkommen zur 46. Folge Stardew Valley mit dem Felix. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wenn jetzt kein Heu mehr da wäre, was würde dann passieren? Das ist die Option zu sagen, ich gehe zu Mani und kaufe mir da was. Oder deine Tiere verhungern zu lassen, so ungefähr. Okay. Deine Option hast du ja nicht, oder? Zeug solltest du theoretisch gesehen dir beim Mani kaufen können. Genauso wie alles andere an Futter auch normal. Okay. Und die ist wahrscheinlich völlig überteuert. Nein, wenn man bedenkt, dass wir das Heuzeug im Endeffekt für nichts und wieder nichts, nur weil unsere Grasflächen da oben mal ein bisschen beschnitten wurden und das nicht mal aufgefallen ist, geholt haben, ist eigentlich jeder Cent Gold, den du dafür ausgibst, überteuert. Aber ja. Also eigentlich müsstest du nur ein zweites Ding bauen. Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Lagerfläche man mit dir hinstellen. Gut zu wissen, dass es fest ist. Eigentlich ist halt das Hauptproblem, würde ich da fast behaupten sogar, dass ich nicht weiß, wie viel Lagerfläche man sich dann mit dir hinstellen soll, so ungefähr. Weil das Problem ist nun mal, die Dinger sind nicht gerade klein, ne? Wo ist denn das Scheißfest? Frage, nächste Frage. Erster Gedanke ist im Normalfall immer Hauptdingsens und sonst Strand vermutlich oder sowas. Also hier ist nix. Hier auf dem Marktplatz. Strand. Oh, hier ist irgendwas. Am Strand oder? Ne, links, da war es schon richtig aus da. Gut. Genau da. Ja, das ist die dritte Option gewesen, wo sonst noch sein kann, so ungefähr. Da hätten wir auch einfach gerade runterlaufen können vorhin, aber das ist egal, ne? Und was ist das jetzt hier? Was gibt's hier? Eisfischen. Auch echt jetzt. Und das Winter. Und die Winterkarre, hier ist ein Wintershop. Guck mal, dass es kein Essen gibt. Kreiselbeersoße, eieieiei, und Füllung und Kürbissuppe, eieiei. Bestimmt die Kürbissuppe mit der schlechten Qualität. Jetzt geht's los mit Eisfischen oder sowas bestimmt. Würde mich sonst zumindest wundern, warum da Wasserflächen aufgeschnitten sind. Ja, Eisfischen. Easy geraten. Toll. Deine Lieblingssache, würde ich überhaupt. Ich hab nicht mal das Loch, Alter. Auch nicht. Ich hab einen Fisch gefangen. Nee. Hast du gerade eine Brille rausgeholt? Eine Brille habe ich rausgeholt, ja. Thank you.
Da machen die anderen auch irgendwas außer zu gucken. Oh, die haben Fisch gerade gemacht. Oh, oh. Das wurde aber vergessen. Ich kriege hier keine Fische zusammen. Du hast genauso viele wie ich. Oh, da ist aber was Tolles gefallen. Das habe ich auch schon. Toll, nochmal. Ich bekomme hier keine Fische mehr. Was soll das sein? Was ein Scam. Wert gewonnen. Du, wer sonst? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was die KI gemacht hat. Also, ich habe nicht drauf geachtet. Doch, da kamen auch Fische zwischendurch. Wirkt dieser Geruch, ah ja. Ja, genau. Ach, ja. So, jetzt gewonnen. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß nur, dass ich gerade hart abgezogen wurde und mich halt hart gescampt fühle, aber das ist ein anderes Thema, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da dachte ich, ich bin weit vorne mit dabei. Dann kam mein Dingsfreund, der Willi. Sprengter willst du haben, dann? Ja, mehr als genug. Wie viele Flächen willst du mindestens füllen? Ja, 20 wollte ich ja nicht füllen. Minimum. Aber das wird jetzt definitiv nichts mehr. Doch, ich helfe gleich mal an. Wenn wir den sogar kaufen können, zurück. Aber ich weiß nicht, wie viel die kosten. Kommt ja auf Preis, Leistung und so an, ne? Ja, wenn die Gilde mal offen wäre, weil eben war sie nicht offen. Ich weiß auch nicht, ob sie im Winter geschlossen sind oder sowas, aber würden wir merken, würde ich behaupten. Wir haben ja morgen mehr als genug Zeit. Ich habe schon wieder was verkauft, Alter. Wie viel Gold hast du jetzt? 2 Millionen? Und 1,5. Fast, ja, fast die halbe, weißt du. Fehlen zwar noch ein paar Nullen, aber ist egal. Mach um und bei aktuell jeden Tag 500 plus halt das, was ich sonst noch zusätzlich mache. 500? Ja, für Mayonnaise. Viermal Mayonnaise. Dann bringt das so viel Mayonnaise? Offensichtlich. Aber dein Zeug sollte auch gar nicht so viel weniger bringen. Ach, jetzt muss ich uns tatsächlich mal so einen Käse verkaufen, ja. Zumindest. Erstmal muss ich meine Tiere hier versorgen. Achso. Ich gieße erstmal einen Artefakt-Spot, da sehe ich mich. Oh, das 12. verlorene Kuh, wie toll. Wer verliert denn hier eigentlich die ganze Zeit Bücher, das wäre zum Kotzen.
halt gerne mal wissen, wann diese Wilde oben hat. Wird's nur, aber ich weiß nicht, ob es im Winter auch noch so offen ist. Geöffnet 14 bis 22 Uhr, okay. Das Problem ist halt, ohne Schwert brauche ich nicht in die Mine zu gehen. Richtig, ist zumindest strategisch ungünstig. Ach, auch ein verlorenes Buch, wie schön. Ich bin eine Winterwurzel her. Sind auch welche, die aus Artefakt-Spots rauskommen. Glaube ich. Brauchst du auch Quarz oder reicht Eisengold? Ich muss ja mal gucken. Falsche Truhe. Oh, falsche Truhe. Was ist das Zeug jetzt denn da? So, theoretisch bräuchte ich jetzt noch 4 Quarz. Zwölf Eisenbarren. Und 18 Goldbarren. Ja, unterhält man es nach der Kohle. Aber mal gucken, was jetzt dabei rumkommt. Hier beim Willi da unten. Zurückkaufen kann. Vielleicht in Summe rechnen, Warenwert eigentlich, wie du verloren hast, denke ich mal. Hallo. Objektwiederherstellungsdienst. Scheiß ich drauf. Ich will mein Schwert wieder haben.
Konnte ich mir jetzt nur eine Sache davon aussuchen oder was? Sie nicht. Ja, ich konnte mir von meinen ganzen Sachen eine Sache aussuchen. Hätte ich das natürlich vorher gewusst. Hätte ich mir definitiv was anderes ausgesucht. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab genug für 8 Goldbahnen. Aber jetzt bin ich eventuell ein bisschen zu low fürs vom Leben her. Hier oben gibt es ja nur Steine. Eisen, du kannst in diesen einen Gang theoretisch gesehen reingehen, der da links oben neben ist. Neben dem Steinding rechts oben. Da ist auch so ein Höhleneingang, da ist eine Ebene drinne und da sollte Kupfer und Eisen drinne sein. Ja, aber ich gesehen, der resettet einmal am Tag. Welchen Gang? Du müsstest... Ach, warte mal, da ist eine Höhle, ja. Das müsste eine Ebene sein, wenn du die Leiter runtergegangen bist und da müsste halt... eigentlich nur Eisen und Kupfer drin sein. Aber das sind halt auch viele, also. Stein, Kupfer. Kupfer ist hier drin. Aber eigentlich hat deutlich mehr und am Ende der Ebene sollte eigentlich noch irgendeine so goldene Sichel sein, aber kein Plan. Na gut, jetzt ist die Frage, was ist die Definition von... Das ist zumindest eine Kiste. Zwei Steine. Oh, hier ist ein Eisen. Bist jetzt hier deutlich reicher als ich dann. Dieses vier schweben Totenköpfe rum. Hoffentlich die Monster, die da drin sein sollen oder sowas. Keine Ahnung. Ich war noch nicht drin, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, ich bin tot. Echt jetzt? Ja, natürlich. Hier steht alles voll mit Totenköpfen. Ja, ist doch dran. Doch. Ich soll das sein lassen.
Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.